Willkommen auf meinem Kanal, heute mit einer spannenden Frage. Und zwar wurde ich in meiner Praxis neulich erst wieder gefragt, hey Doc, muss das eigentlich ständig sein mit diesen Röntgenbildern? Und heute möchte ich dir einfach ein paar Informationen geben über die Röntgenbilder, Röntgenstrahlenbelastung in der Zahnarztpraxis. Ja, mein Name ist Andrea Jakob und ich bin seit mehr als 20 Jahren Zahnärztin und Fachzahnärztin für Oralchirurgie. Also, stell dir einfach mal vor, du gehst in eine neue Zahnarztpraxis. Der Zahnarzt weiß nichts von dir und vor allem von deinen Zähnen. So, jetzt läuft das ja in der Regel so ab. Du nimmst einfach Platz auf dem Behandlungsstuhl. Es geht so ein bisschen in das Gespräch, worum es geht. Und dann fängt der Zahnarzt an, deinen Befund aufzunehmen, wie es so schön heißt. Das heißt, er guckt dir in den Mund und dann gibt es diese Hieroglyphen, die wir unseren Helferinnen sagen, die dokumentieren das alles. Und in der Regel ist es so, dass wir dann als allererstes einfach ein Röntgenbild von dir brauchen, wo mal alles drauf ist. Ja, weil wir haben ja keine Röntgenaugen. Und es ist einfach so, wenn wir in den Mund schauen, da können wir nicht alles sehen. Deswegen gibt es als allererstes so eine Übersichtsaufnahme. Da sehen wir zum Beispiel deine Kieferhöhlen, da sehen wir den Oberkiefer, Unterkiefer, deine Kiefergelenke und natürlich alle Zähne, oben und unten. Aber ganz wichtig ist es natürlich, gibt es irgendwo Zufallsbefunde? Weil weißt du, es ist im Mund immer ganz oft so, dass wir Zufallsbefunde haben und die Patienten wussten davon gar nichts. Zum Beispiel Zysten, ja, oder starker Knochenabbau. Das ist alles, was du nicht unbedingt im Mund live gleich sehen kannst. Oder natürlich, was ist unter deinen Füllungen los? Was ist unter deinen alten Kronen los? Deswegen, wir müssen als Zahnärzte, wir sind ja jetzt nicht so und röntgen wahllos, weißt du? Sondern es gibt einfach auch für uns juristische Auflagen und wir müssen gewisse Röntgenbilder machen. Das heißt, das, was wir machen ist, wir müssen eine Indikation stellen, dann gibt es ein Röntgenbild und das wird auch genau befundet und dokumentiert. Ja, und es ist nicht so, dass Zahnärzte einfach wild drauf losröntgen. Und es gibt einfach Behandlungsschritte und Behandlungskonzepte, wie zum Beispiel alles, was mit Implantaten zu tun hat, alles, was mit Wurzelkanalbehandlungen zu tun hat, selbst die Zahnfleischbehandlung, da muss ich in Strukturen, wo ist beispielsweise der Nerv im Unterkiefer, sind da vielleicht die Wurzeln von deinem Weisheitszahn schon so ausgewachsen, dass sie diesen Nerven irgendwo umgreifen. Das müssen wir wissen, damit wir darüber reden können, darüber planen können. Und es ist ja in der Regel so, dass die meisten Zahnärzte heutzutage das digitale Röntgen verwenden. Ich kriege natürlich von meinen Neupatienten auch irgendwie mit, dass es diese Aussage gibt, das hat mein Zahnarzt noch nie geröntgt. Ja, ich möchte auch keinem Zahnarzt zu nahe treten. Jeder ist für seine Behandlung selbst verantwortlich. Und es gibt heute sogar wirklich noch Zahnärzte, die können diese Übersichtsaufnahme, weil sie diese Geräte nicht haben, nicht machen. Aber nochmal zusammengefasst, wir können nicht alles sehen. Wir brauchen diese Übersichtsaufnahme. Und dann kann es sogar sein, dass wir punktuell nochmal einzelne Zähne scharf lokal nachröntgen müssen. Weil du musst einfach wissen, so eine Übersichtsaufnahme, die sagt auch nicht die ganze Wahrheit. Ja, da müssen wir einfach nochmal punktuell ein bisschen nachgucken, damit wir dir einfach Hilfestellung geben können und die richtige Therapie mit dir besprechen und einschlagen können. Ja, und diese Übersichtsaufnahme zum Beispiel, die machen wir bei uns in der Praxis standardmäßig alle 3 Jahre. Und das sind auch Sachen, die uns sogar von dem Gesetzgeber vorgeschrieben werden. Also, bitte hab keine Angst vor Röntgenstrahlen. Ich möchte in diesem Video jetzt das nicht wissenschaftlich auseinanderdröseln, sondern es geht einfach nur darum, dass ich dir aus der Praxis erzähle, was wir auch brauchen. Ja, das heißt, wir haben Vorschriften, wir müssen röntgen, wir müssen sogar immer schärfer röntgen, weil es einfach die medizinjuristische Ebene ist. Wenn du zum Beispiel nach Mallorca fliegst, wenn du nach Amerika fliegst, über diese ganzen Strahlen, ja, auch in der Medizin allgemein,
Mammographie, CT oder wie gesagt die Flüge nach in ferne Länder, da hast du eine viel, viel höhere Strahlenbelastung, als wenn wir 5 digitale Röntgenbilder zum Beispiel machen. Das sollte mal so ein ganz kurzer Abriss gewesen sein, damit du einfach eine Vorstellung hast, wie kannst du Röntgen beim Zahnarzt einfach einstufen. Also, wir röntgen nicht, weil es uns so viel Spaß bringt, sondern es gibt strenge Indikationen, an denen wir uns alle halten. Das soll es gewesen sein. Ich freue mich, dich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, bleib bitte gesund. Ciao.